Das Überfallkommando. Und das ist so auch ein bisschen das Mindsetting von Stefan Peno. Er würde in einer solchen Situation niemals selber abschließen, sondern gibt den Ball dem Mitspieler, weil er eben ein typischer Pass-First-Point-Guard ist. 9 Punkte Vorsprung und dann der wilde Dreier von der Mittellinie von Jace Clark. Dem hat sein Wurf 1,5 Meter hinter der Dreierlinie nicht gereicht, sagt der Coach. Ich kann es auch von noch weiter hinten. Nächster Block und was für Eier von Hassan Martin. Mit Ausrufezeichen am Ende. Die Leo zum Korb spaltet die See unter dem gegnerischen Ring. Und dann ist keiner mehr da. Und der kleine Mann dankt. 1,81. 30 und das Alley-Hoop-Anspiel ist natürlich die totale sensationelle Bloßstellung der Defense von Lokomotiv Kuban Krasnodar. Und oh, der war noch schöner als der erste. Charles Jackson mit dem Alley-Hoop. Hier, da kann er den Bizeps küssen. Toller Block von Pauling. Also was für eine Sequenz hier. Zunächst der tolle Pass von Bjarne Grausser. Der noch bessere Block von Ricky Pauling. Ja, ist natürlich ein super Block. Er lässt es krachen. Spektakulär. Probiert es. Schwieriger Wurf. Barkwe Klein. Zweimal abgeräumt. Erst ein Barkwe und dann Klein. Der gute Rebound. Dann ist es Cooks zum Ersten, Cooks zum Zweiten. 5 Sekunden auf der Uhr für TJ Bray, dieses Spiel zu entscheiden. TJ Bray zum Korb. Und der fällt.